Jo Leute, willkommen zum Let's Play Minecraft. Ich habe jetzt hier seit Ewigkeit nicht mehr aufgenommen, aber jetzt geht's weiter langsam mal. Wir sind jetzt immer noch hier im Creative Modus, wir haben jetzt bloß mal einen anderen. Ich habe bloß ein anderes Texture Map drauf bekommen und meine Welt ist eigentlich noch immer noch so, wie sie vorher war. Halt nur ein bisschen anders sieht's nur aus und wir waren im vergangenen Part haben wir unsere Welt aufgebaut mit meinem Haus, meinem Gang zum Freibad, hinten die Eisdiele und jetzt wollen wir mal irgendwie mal versuchen, den Eingang hier vorne hinzubauen. Demnächst kommt eine Survival Map von mir. So, die Ranken müssen wir auch noch wegmachen, allerdings ist da noch Zeit. Ach. Irgendjemand hat meine Steuerung alles gemacht. Ich glaube, mein Kumpel, der hat da letztens auch gezockt. Ich muss ganz kurz den Sound ein bisschen leiser drehen. Oh, so auf 70. Geht schon besser. Was ist denn? Ein paar Samen. Wir wollten ja jetzt hier noch ein bis zwei Bungalows bauen, aber ob ich das mache, weiß ich auch nicht. Wo ist meine Tür hin? Alter, lässt mal einmal die Kumpels spielen. Schon hat mal. Oh. Ah! Wer hat denn die Steuerung hier geändert? Nein. Oh Gott, ey. Das ist die Taste. Ich habe eigentlich immer mit rechts eingefügt und mit links geballert, aber diesmal ist es anders. Leider. Wir wollten jetzt. Drücke ich auf die falsche Taste, Mann. Das ist zum Kotzen, ey. Wir wollten jetzt hier ebenfalls einen Weg weiter bauen. Oh, ich muss die Steuerung anders machen, ey. Maus umkehren. An. Jetzt müsste eigentlich wieder. Jetzt müsste eigentlich wieder mal. Immer noch nicht. Huch! Jetzt geht's so nach oben. Maustaste 2, Maustaste 1. Perfekt. Das wird doch meine eigene Steuerung hier. Die ist mir nämlich schon lieber. So, jetzt machen wir ein bisschen hell, weil dadurch, dass mein PC genau zum Fenster steht und wir haben gerade sonnigen Tag, da sehe ich kaum was hier von dem Spiel. Jetzt muss ich gucken. Jetzt machen wir hier. Lassen wir es dran. Ich glaube, ich mache dann so eine kleine Erhöhung hier hin. Also mache das Haus ein bisschen höher. Das heißt, ich tue erstmal jetzt auszählen. Hier kommt dann wieder eine Wand rein. Damit es besser aussieht. Weil Gras und Haus, das passt irgendwie nicht zusammen. So, mache ich ebenfalls wieder eine Fackel dran. Das müsste eigentlich gewesen sein, oder? Doch nicht, ne. Aber jetzt. Gut, dann kommen nachher irgendwelche Blöcke rein. Mal gucken, was ich noch hinmache. Das weiß ich jetzt noch nicht. Ich lasse das mal ein bisschen hier frei. Dann ist hier drüben geht's weiter. Wie gesagt, ich will das ja ein bisschen höher machen. Also, mal ganz kleinen Moment, bitte. Ganz kurz meine Rolle runter gemacht. Wenn ich mal ein bisschen mehr sehe hier von der dunklen Welt. So, das wird jetzt abgeholzt erstmal bis hier vor. Wenn ich erstmal sehe, wie weit ich denn habe, weil das Haus ist, wird nicht ganz so groß.
Das wird bloß so ein ganz kleiner Bungalow werden. So, kommt Fackel jetzt wieder dran hier. Damit ich erstmal was sehe. Die werden alle wieder abgemacht, die Fackeln übrigens. So, zack, 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 so, zack. Und die können jetzt eigentlich hier quasi erstmal die Mauer reinziehen. Die Mauer wird circa. Ja, die wird circa 3 Blocks. Oder 2 Blocks, das reicht eigentlich auch. Guck ich erstmal nach dem Inventar, was ich schon alles nehmen kann. Das mal angehen würde. So. Inventar aufrufen. Oh. Nein. Das kann man auf cool lassen. Inventar ist eh. Mann, ey, lass mal einmal die Kumpels spielen, schon ist wieder alles schief hier, ey. Was kann man denn nochmal nehmen? Irgendwas, was gut aussieht. Smaragdblock als Mauer? Was ist das? Netherquarz-Erz. Was ist das denn hier? Pflastersteinmauer. Hier gibt es direkt so eine Mauer dafür. Aha. Hier gibt es direkt eine Mauer dafür. Na, probieren wir es mal aus. Probieren wir es mal aus. Wie die so ist. Sieht gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Gar nicht so schlecht aus. Finde ich jetzt. Na klar, die nehmen wir gleich. Und hier kann man übrigens auch Burgen und sowas errichten, denke ich mal. Sieht doch nicht schlecht aus, ey. So, jetzt gucke ich mal nach. Hier vorne wird nämlich dann mein Grundriss sein für das Haus. Was habe ich denn hier gemacht? Fehlt noch ein Block, sehe ich gerade. Hier vorne kommt dann der Block hin. Und zwar hier. Das wird dann weitergefügt nach da. So, da kann man eigentlich die entweder eine Mauer machen. Könnte die Mauer eigentlich noch ein bisschen höher machen. Ja. Sieht wohl nicht so schlecht aus. Okay. Ja. Jetzt ist die Frage aller Fragen. Jetzt muss ich erstmal ganz kurz hier hoch. Mal gucken, ich muss den Oblig mal schaffen, ey. Warte mal. Weit geht die Welt hier eigentlich? Ach du Scheiße. Naja. Ich glaube, ich mache da bloß das Freibad hier hin. Die andere Welt, die mache ich dann auch schon wo, wenn es sinnlos ist, aber. Andere Welt, die mache ich dann eventuell auf dem Festland, weil es lässt sich einfach besser bauen dort. Ich habe mich ja nicht dran gedacht, dass ich mich dann hier am Urwald respawnen werde oder allgemein spawne. Das ist ja das Problem jetzt. Aber egal, das kriegt man schon irgendwie hin. So. Jetzt werde ich das mal ganz kurz hier noch eine Fackel reinbauen. Dann werde ich jetzt mal ganz kurz gucken, wo ich hier noch irgendwas reinbauen kann. Hier muss ich noch was reinbauen. Hier geht eine Mauer rein. Die Fackel ist gut. Jetzt muss ich hier mich erstmal ein bisschen vorarbeiten. Indem ich jetzt alles erstmal abholzen werde. Das ist schöne Erde hier. Das ist wunderschöne Erde. Ich mache hier eine kleine Erhöhung rein, deswegen musste ich dann das Dach auch abholzen hier. Oh, bin ja schon vorne. Bin ja schon vorne. Das ist ja aber schön. So.
Hier kommt dann die Mauer weiter hin. So. Das ist dann der Weg. Wird dann ja weitergeführt und dann kommt hier noch ein Brett, Eichholzbrett hin, so ein Block. Und hier wird dann die Mauer weitergeführt, okay. So. Nee, egal. Egal. Irgendwie muss es gehen. So. Huch, ein bisschen dunkel. So, jetzt muss ich mal gucken. Hier hinten soll auch noch die Mauer hochgezogen werden. Die ziehen wir natürlich auch hoch. Auf dieser Seite. Dann haben wir jetzt. Hier kommt was hin. Wir ziehen das dann hier weiter. Dann. Einen Block mache ich noch. In so einer Reihe holze ich jetzt noch ab. So, da kommt jetzt ein. Hier kommt es dann noch hin. Dann wird das hier weitergeführt. Komm. Genau, und dann wird das dann hier beendet. So, perfekt. Und dann wird hier quasi noch den, noch das Dach hier noch weggeholzt. Damit ich ja, wie gesagt, das Haus ein bisschen höher bauen kann. Das wächst ja nicht so schnell nach, weil es ja größtenteils noch Erde ist. Hier muss ich auch noch abholzen, das gehört dann mit dem Haus dazu. Die nehme ich auch mit, die Blocks hier oben. Achso, das war's schon, okay. Ich könnte das Haus, das könnte ich echt mit Balkon machen, denke ich mal. Werde ich nachher mal sehen, wie ich das hinkriege. Muss ich mal gucken. So. Hier wird's weitergeführt. Das geht dann bis hierher. Jetzt geht mir gerade die Musik auf die Eier. Holz ist so schön, Holz ist so geil. Na, 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 na. Die Musik mal ein bisschen runterziehen hier. So. Die Musik, die ist etwas sehr laut. So. Ich hätte mich nicht im Overworld respawnen dürfen. Ich war aber in dem Moment nicht daran gedacht, dass ich das einstellen kann. Na egal. Machen wir das Beste draus, jetzt einfach fertig. Okay. Ich muss gucken, wie ich hoch ich komme, aber ich denke mal so weit nach oben will ich gar nicht gehen. Erstmal die Mauer dann hoch, erstmal hochziehen, soweit die Mauer müssen. So, das Haus, das soll ja ungefähr das soll ja ein bisschen höher werden wie das. Muss ich jetzt mal ganz kurz schauen. Da wird nämlich dann hier noch ausgefüllt mit Eichenholzbrettern. Eine Reihe. Dann wird das ungefähr noch ein bis 10 Blocks höher werden, dass das ungefähr mein Boden wird dann. Und mach dann Keller rein. Und dann denke ich mal, das haben wir dann so machen, ne? Ja.
Auch so machen, definitiv. Also dann, Leute, bis zum nächsten Folge. Bis dann. Ciao.